Der Kinderarzt vom Bodensee bin ich, Dr. Christoph Metzler. Ein herzliches Grüß Gott, hallo und danke, dass Sie sich für mich und meinen Kanal interessieren. Ich bin tatsächlich am Bodensee auch geboren und aufgewachsen und genieße es bis heute, hier leben zu dürfen. Nach dem Medizinstudium entschied ich mich, Kinder- und Jugendarzt zu werden und hatte über 20 Jahre meine eigene Kinderarztpraxis in Langenargen am Bodensee. Bei meiner täglichen Arbeit fiel mir auf, dass ich immer wieder mit den gleichen Problemen, Fragen, Unsicherheiten und Ängsten von Eltern zu tun hatte. Und da ich selbst Vater von 4 Töchtern und inzwischen Opa von immer mehr werdenden Enkeln bin, konnte und kann ich dies bis heute gut nachvollziehen. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass ich mir bei meinen Kindern und Enkeln aufgrund meines Wissens meist selbst helfen konnte und kann. Ich überlegte, wie ich Eltern auch über meine Sprechstunde hinaus an meiner Erfahrung teilhaben lassen könnte, brachte zunächst Hörbücher und Bücher heraus, die die normale Entwicklung und die typischen Probleme im Säuglings- und Kleinkindalter beschreiben und Hilfestellung geben. Seit 2013 habe ich auf meinem YouTube-Kanal viele Erklärvideos eingestellt. Darin geht es vor allem um die typischen Probleme und Themen, mit denen ich in der Sprechstunde zu tun habe, um Krankheiten mit ihren Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten. Sie enthalten auch Tipps, was Eltern selbst tun können. Anfangs dienten sie dazu, Eltern zusätzlich zum Sprechstundenbesuch über bestimmte Symptome oder Krankheitsbilder aufzuklären. So gab ich auch oft den Tipp, das entsprechende Video dem Elternteil vorzuspielen, welcher beim Sprechstundenbesuch nicht dabei sein konnte. Mehr und mehr dienten diese Videos aber auch dazu, sich schon vor dem Arztbesuch zu informieren und gegebenenfalls vorher schon das eine oder andere auszuprobieren. Dadurch wurde der Erklärungsbedarf in der Sprechstunde weniger und Zeit eingespart. Ja, im Idealfall wurde der akute oder ungeplante Besuch in der Sprechstunde oder ein Telefonanruf in der Nacht, zum Beispiel wegen hohem Fieber oder Ohrenweh, überhaupt nicht mehr notwendig. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, einen Termin in der Sprechstunde zeitnah zu bekommen, geschweige denn eine ausführliche Aufklärung und Beratung, und in der die Notdienst- und Notfallambulanzen dem Ansturm kaum mehr gerecht werden, ist es meiner Meinung nach wichtiger denn je, dass Eltern sich niederschwellig und jederzeit gut und kompetent informieren können, dass unnötige Ängste verhindert werden und sie Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Meine Videos sind sehr praxisnah. Aus meiner persönlichen, eigenen, jahrzehntelangen Sprechstundenerfahrung heraus entstanden und keine Lesungen aus Lehrbüchern. Und die vielen Kommentare zeigen mir, dass sie ankommen. Besonders am Herzen liegt mir die Prävention, also die Vorbeugung. So ist es für alle Eltern überaus hilfreich, gerade die typischen und nur bei Kindern vorkommenden Notfälle zu kennen, um dann, wenn sie passieren, auch richtig reagieren zu können. Ja, sogar schon vor der Geburt des ersten Kindes sind meine Informationen äußerst hilfreich, weswegen meiner Meinung nach alle werdenden Eltern sich vor der Geburt mein Video über die Vorbereitung für die ersten Tage nach der Geburt angeguckt haben sollten. Darüber hinaus berichten mir junge Kolleginnen und Kollegen, die sich noch in der Facharztausbildung befinden, dass auch sie selbst für ihren Dienst in der Notfallambulanz einer Klinik großen Nutzen aus meinen Videos ziehen. Ich finde das großartig, denn genau dafür mache ich das, um mit meiner Erfahrung Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und Leid zu verhindern. Auf meiner Webseite www.kinderarztvombodensee.de finden Sie alphabetisch aufgelistet die große Zahl und Themenvielfalt meiner Videos. Werfen Sie doch gerne auch einen Blick darauf. Abonnieren Sie den Kanal und erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee. Helfen Sie auf diese Weise mit, dass meine Vision Wirklichkeit wird, dass der Kinderarzt vom Bodensee allen Eltern bekannt ist und Hilfe geben kann.